Und damit ein recht herzliches Willkommen zu einem neuen Wimmelbildspiel, und zwar Infected, der Zwillingsimpfstoff. Ja, wir spielen dieses neue Wimmelbildspiel, das heißt neu, es ist im Jahr 2013 erschienen, aber für mich ist es wie immer ein Blindprojekt. Ich spiele ja selten mal ein Spiel, das ich schon mal gespielt habe, also Let's Playen, sagen wir es mal so. Privat ist auch nochmal was anderes als hier auf dem Kanal. Ja, das Spiel ist ab 6 Jahren, was ich nicht ganz verstehe. Ich finde solche Spiele ja eher manchmal etwas zu deftig für 6-Jährige schon. Aber gut, okay, wenn das denn auf der Packung steht oder wenn das im Internet steht, dann soll das so sein. Ich würde es nicht tun. Aber ich spiele es jetzt für euch und ich glaube nicht, dass ihr so klein seid, die das jetzt hier schauen. Würde ihr mich wundern. Gut, okay, bevor ich jetzt weiter hier doof rumsabbel, ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich habe bei dem einen oder anderen Let's Playerin mal die ersten Parts gesehen oder so, nur mal reingeschaut, aber weiß halt nicht so richtig und habe es dann auch weggemacht, weil ich dachte, nee, das will ich irgendwann auch nochmal selber spielen, und jetzt ist es soweit und deswegen würde ich sagen, legen wir mal los. Ich mache mal vorsichtshalber hier ein neues Profil, weil ich nicht weiß, wo es herkommt. Denn das ist zwar mein Name, aber, ne? So, ich spiele auf schwer. Das ist in Ordnung, okay. Und dann würde ich sagen, sehr, sehr viel Spaß mit diesem Spiel. Ich bin ja total gespannt, um was es denn hier gehen will. Es soll ja so ein bisschen wie ein kleiner Film aufgebaut sein, das Spiel. Ist aber nicht sehr umfangreich. Umso mehr bin ich interessiert, ja, was denn da so auf uns zukommt. A new breed of virus that has the medical community scrambling for answers has now claimed the lives of over 150 people. The entire city has been evacuated and is now under strict quarantine. The first known case of the virus was found after 6-year-old twin sisters Tiffany and Teresa Morrissey were admitted to the hospital just weeks ago. The virus quickly spread among the hospital's medical staff, forcing the area to be quarantined and on high alert. With one of the twins dead, within days of contracting the virus, the surviving sister, Teresa, has made a full recovery. The only reported case of anyone showing any signs of immunity to the virus. Now, one microbiologist believes that Teresa Morrissey is the key to finding a cure, that perhaps somewhere in her DNA lies the answer to this epidemic that has forced residents to abandon their homes and leave the city. And it's now being reported, I can tell you, that the surviving twin, Teresa Morrissey, is missing. She was last seen by her father at Oxford Station on Thursday, but was apparently lost during the chaos of the evacuation. We will bring you continued coverage of the story as it develops. For now, this case begs the question, where is Teresa Morrissey? Ah, und da sind wir auch schon. Ja, das war ja schon mal eine sehr, sehr interessante, spannende Einführung. Wo ist Teresa Morrissey? Hier haben wir schon mal das Foto von ihr. Sie wird seit der Evakuierung von Oxford City vermisst. Naja, sieht ja nicht sehr glücklich aus auf dem Foto. Die gesamte Stadt wurde evakuiert und man hat das arme Mädchen immer noch nicht gefunden. Hm. Da haben wir was eingesammelt, ein Telefonkabel. Was ist das hier? Ah, eine Karte. Es fängt ja schon mal spannend an, muss ich sagen. Also, eine Karte von Oxford City. Ich habe wichtige Punkte markiert, die ich untersuchen sollte, um Theresa Morrissey ausfindig zu machen. Okay. Da ist sie. Ich muss sie finden.
Sie ist die einzige gegen die sich, den sich die, sie ist als einzige gegen den sich verbreitenden Virus immun. Das arme Mädchen hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Sobald ich die Freigabe halte, werde ich sie finden, damit wir an einem Impfstoff arbeiten können. CIA-Auszeichnung für herausragende Leistung auf dem Gebiet Mikrobiologie. Ein Höhepunkt meiner professionellen Laufbahn. Ich bin nun offizieller Epidemie-Experte des Geheimdienstes. Oder Bedrohungsagent, wie manche es nennen. Okay. Gut, kann ich hier raus? Muss ich jetzt hier... Ach, da oben ist ein X, okay. Stift nicht, dann benutze ich mal das Telefonkabel. Ach, das muss da hinten rein. Logisch. So. Und schon klingelt es. Good morning, Doctor. Your paperwork is in. You've been cleared to return to Oxford to find the missing girl. If your research is accurate, then this girl is the key to finding a cure. It's imperative that you find her. We don't want this thing going global. The girl's grandfather ran a farm not too far from the drop-off point. That's probably a good place to start your investigation. We've scheduled a train to take you into Oxford this afternoon. Good luck, Doc. Klang so ein bisschen gerade wie die Bonanza-Musik. Mit dem Zug. Bonanza. Aber okay, bevor ich jetzt hier weiter scherze, steht hier schon ein gruseliger Mann vor mir. Und ich kann hier direkt so ein Brecheisen nehmen, damit wir uns gegenseitig aufs Maul hauen können. Was ist da oben? Es klemmt. Ich muss sie irgendwie aufbrechen. Na, zufällig habe ich ein Brecheisen mit. Zack. Ventilrad. Und jetzt gehe ich da mal hin. I know why you're here. Girl, isn't it? I suggest you get right back on that train and go on home. You do what you're told and nobody gets hurt. Na, der ist ja super drauf. Mhm. Diese Plakette kann abgenommen werden. Ich brauche etwas, um die Schrauben zu lockern. Ich hab, das geht aber damit nicht. Nee. Okay. Der Dampf aus dem kaputten Ventil versperrt mir den Weg. So, dann kann ich das doch da bestimmt ranmachen und abdrehen wieder. Er hat es ja nur gerade abgehauen. Da klappt das natürlich, da ein neues Rad einfach ranzuzwirbeln. Da steht er ja schon wieder. Hier könnte etwas vergraben sein. Was habe ich hier? Ein Ventilgriff und... irgendeine Münze oder so. Was ist das? Kann ich ihn... Hä? Habe ich jetzt aufgesammelt oder... Hä? Wo ist sie denn jetzt? Ich habe die Münze irgendwie nicht so richtig... Moment mal. Da ist sie. Hä, was kann ich denn damit machen? Ach, ich... Listen, I don't want to have to hurt you, but I will. Last warning. Leave now. Oh, mein lieber Schwan. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel Testosteron in seinen Muckis oder so. Also, der spinnt ja. Eine Vertiefung in Form eines Blitzes. Etwas scheint zu fehlen. Der Ventilgriff? Ach, ich kann hier nach links gehen. Bekomme eine Schaufel. Und? Hey, hoffe, du hattest einen guten Flug. Ich bin schon wieder krank. Ruf mich an. So, das sind Videos. Warte mal, dann nehme ich erstmal das erste. Hey, text me back when you get a chance, okay? Oh, Tiffany and Teresa had their party the other day. It was so cute. I think I drank too much of the punch though. I've been throwing up all day.
nap, so good luck with your meeting tomorrow, and I'll see you Thursday. Es wirkt sehr realistisch, muss ich sagen. Also nochmal das. I need you to fly home early. I'm so sick. I haven't left my bed all day. Call me. Waren da im Hintergrund sogar Nachrichten, die sie da gehört hat, aber sie ist auf jeden Fall krank. Und das ist der dritte Tag. Oh, scheiße. Okay, ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist, aber ich wünschte, die Person hätte das schneller gesehen. Heftig, heftig, heftig. Okay, hätte es mir gar nicht so krass vorgestellt. Ein oder zwei Teile scheinen zu fehlen. Na, das funktioniert nicht. Fehlt aber noch was. Dann auch so dieser heftige Schwarm hier. Ich muss vorsichtig sein. Diese Hornissen könnten ein Überträger des Viruses sein. Na super. Diese Hornissen haben ein ganz schönes Nest gebaut. Kann ich das abschlagen? Traut er sie sich das? Ich weiß gar nicht, ob wir mit dem er oder sie spielen. Ich gehe mal zurück. Wir haben ja eine Schaufel. Damit könnte ich doch bestimmt hier an das Kreuz... Oh, ich bin ein bisschen geflasht gerade von diesen Handynachrichten. Aha, was ist das? Briefkastenfahne. Mhm. Und dann können wir auch noch nach rechts gehen. Wieder ein Kreuz. Na, dann schaufeln wir wieder. Und ein Dreierknopf. Hm. Okay. Es steckt kein Schlüssel in der Zündung. Aber ich kann jetzt auch nichts noch machen, oder? Okay. Hm. Kann ich hier in das Auto? Nee, da soll ich nicht hin. Ich kann nichts sehen. Ich muss den Einstellplatz irgendwie beleuchten. Okay. Ich gehe mal da vorne hin. Hier scheint etwas zu fehlen. Ja, das sehe ich. Aber ich weiß nicht recht, was ich tun soll. Mann, das ist ja echt wie so ein spannender Krimi hier oder Thriller-Film. Finde ich aber echt cool bis jetzt. Gefällt mir. Ja, aber wo soll ich denn dann hin? Und der Dreierknopf, kann ich den da vorne vielleicht ranbringen? Aber warum sollte ich den hier ranbringen können? Hm. Nee. Vielleicht komme ich über die Hintertür hinein. Ja, aber... Wie? Was ist das für eine Münze? Die Morrissey Ranch, die Scheune von Theresas Großvater. David Morrissey kümmerte sich Tag ein, Tag aus um die Ernte und reparierte Traktoren und andere Fahrzeuge. Er wurde kurz nach der Evakuierung als vermisst gemeldet. Die Frau auf diesen Videos ist Theresas Tante Jane. Das Telefon muss ihrem Verlobten Adam Geddes gehören. Trotz ihres tragischen Inhalts dokumentieren diese Videos den Krankheitsverlauf des Virus äußerst eindrucksvoll. Schwindelgefühl, Fieber, Erschöpfung, Hyperventilation, gefolgt von Aneurysmen, Krampfanfällen. Ich bin jedes Mal aufs Neue geschockt. Ja. Mhm. Ja, und hier unser Typ wird hier noch beschrieben. Okay. Ja, dann geht's dem ja genauso wie mir. Da, kleine Krähe. Hallo! Was kann ich denn jetzt machen? Ich brauche mal einen Tipp. Ach, da ist noch was, wenn ich zurückgehe. Ach, ich soll zurück. Hm. Warum? Was kann ich hier machen? Passt hier der Dreierknopf irgendwie hin?
Da brauche ich doch was. Kann ich noch mehr zurückgehen? Nein. Ach, da unten liegt noch was. Ach so. Jetzt habe ich schon zwei Münzen und einen Schraubenschlüssel. Und damit kann ich das doch bestimmt abschrauben. Na? Und nochmal. Und noch eine. So, jetzt habe ich das Zugemblem und einen Traktorschlüssel. Alles klar, okay, das habe ich übersehen da hinten in der Ecke. Kann ja mal passieren. Ach, und der Traktor beleuchtet jetzt diesen Bereich. Und dadurch kann ich jetzt an das Auto und mein erstes Wimmelbild starten. Und werde hier überhaupt nicht fündig. Wer Wimmelbild bei mir guckt, der weiß, dass ich aber auch immer erstmal so probiere. Und nicht unbedingt unten immer hinguck. Nein, ich wollte nicht rausgehen. Ich wollte nur da unten hinklicken. Gut, okay. Ich muss anscheinend ja auch noch Sachen machen, bevor ich hier rankomme. Seltsam, sagt er, sie. Warum? Kann ich das aufschneiden? Und dann komme ich an irgendwas anderes. Okay, geht klar. Was habe ich übersehen? Pipette, Fensterriegel. Kann ich den da ran? Nein. Türgriff aber. Daran könnte ich etwas ändern. Wieso? Da soll ich ja auch noch was machen können. Was denn? Keine Ahnung. Was habe ich übersehen? Seltsam. Was wollt ihr hier von mir? Ich suche aber eine Leitersprosse und hab jetzt mal unten hingeguckt. Leitersprosse zweimal brauche ich noch. Naja, gut, das wird wohl. Nee, das wird nicht irgendwo drin sein. Das ist eine Leitersprosse. Dann kann ich die doch da oben hinlegen. Also. Hä? Jetzt noch eine. Sie denn? Wo ist sie denn? Bohrer suche ich auch. Aber um gewisse Dinge ranzukommen, muss ich halt auch ein bisschen mehr tun. Wo kann ich denn noch was tun? Wo ist sie? Ich nehme mir mal einen Tipp. Ach, da war der Bohrer. Oder was war das? Ja, ich glaube schon, das war der Bohrer. Was soll ich denn hier machen? Ach so. Toll. Jetzt kann ich die anpipetten, damit ich die hier... Ah, okay, es war verrostet. Das stand da ja nicht. Vielleicht sollte ich etwas anderes versuchen. Was wollt ihr denn jetzt noch von mir? Was denn nun noch? Oh Gott, was die hier wollen. Tja, ich würde sagen, bevor der Part hier zu lang wird, mache ich das im nächsten Part weiter von Infected, der Zwillingsimpfstoff. Und ich hoffe, der erste Part hat euch genauso gut gefallen wie mir. Bis zum nächsten Mal.